Moin, hallo und willkommen zurück zu Stardew Valley. Wir gehen in die Mine, wir haben eingekauft, wir haben neue Boots an, schicke Boots. Kann man die eigentlich sehen? Ja, ein bisschen kann man die sehen, ne? Combat Boots haben wir jetzt hier. Ich hätte ja gerne noch einen Hut oder sowas, aber ich habe da leider keinen gesehen. Wir gehen jetzt ins Eisenlevel. 45. Wir haben das Cutlass dabei. Wow. Oh, es geht schon ganz gut. Muss mal gucken, was ich hier... Was ist das denn hier? Ah, eine Fledermaus. Die ist ja schnell weg jetzt mit dem Schwert. Also es macht schon Sinn, ja doch abzugraden. Dann ist das alles ein bisschen einfacher. Hätte ich mal zwischendurch reingucken sollen bei den Jungs, wa? Dann wäre das nämlich nicht passiert, beziehungsweise wäre ich schon viel weiter. Der Knockback ist ganz angenehm, dann habe ich nämlich ein bisschen mehr Zeit. Komm schon. Da liegt leider nichts Tolles, ne? Nee. So. Tja, dann muss ich den Ausgang jetzt finden noch hier. Ich hoffe, dass ich hier noch ein bisschen was finde. Aber ich sehe gerade, es ist auch schon wieder 6, 7 Uhr. Mann, ist das schon wieder spät. Ich hätte gehofft, noch ein bisschen Eisen mitzunehmen hier, aber... Da geht's nach unten. Dazu muss ich Eisen auch erstmal finden. Ist hier noch was Tolles? Da ist so eine Fledermaus. Das hat gut geklappt. Die werden auch immer größer, die Dinger, ne? Ich weiß nicht, ob man die Kristalle irgendwie speziell farmen muss. Aber ich fürchte, ich komme bald mit meiner Pickaxe hier nicht mehr weiter. Was ich hier finde, ist nicht gerade sehr viel. Das ist ein bisschen schade. Oh, eine Frozen Geode, sehr gut. Die kann ich noch runtergeben. Krieg ich dich kaputt? Boah. Das geht auch nicht da, geht's runter. Jo, eine Karotte, sehr gut. Die wollte ich haben. Dann kann ich Mani nämlich das auch geben, endlich. Das wird auch immer größer hier. Mann, Mann, Mann. Ich schaffe das hier noch irgendwie aufs nächste Level. Beziehungsweise die nächste Ebene. Bin auch gerade ein bisschen dankbar dafür, dass es ein bisschen ruhiger ist hier. Die ersten Level waren am Anfang doch ein bisschen sehr schwer. Aber wir kommen weiter. Wenn ich den Ausgang jetzt noch finden würde hier, wäre es toll. Komm schon, zeig dich. Da ist er. Ach ja. Nicht weit. Krass. Ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Es wird auch, glaube ich, bald Zeit für ein Upgrade, fürchte ich. Komm, Sam, ich weiß nicht, was ich dann hier oben auch kriegen. Musik ist echt cool, muss ich sagen. Echt Spaß. Ich bin ja echt auf den Koop gespannt. Der hoffentlich jetzt, doch, der müsste jetzt bald kommen. Das ist, glaube ich, noch ein oder zwei Wochen oder so und dann, ja. Komm schon, zeig mir schnell den Ausgang. Haben wir Level 50 geschafft.
frage mich, was am Ende des Tunnels ist hier. Ja, essen. Essen. Und essen. Komm schon, wir müssen das noch finden. Muss doch hier irgendwo sein. Mensch. Ich weiß, dass es schon spät ist. Ich will doch den Ausgang jetzt finden, dass ich hier rauskomme. Sonst lass mich hier nicht hängen, ey. Mann, jetzt finde ich den Ausgang wieder nicht. Das nervt mich schon wieder. Stehe ich wieder so kurz davor, wieder eine Ebene zu schaffen und dann schaffe ich sie wieder nicht, weil ich drauf gehe. Ich finde es aber nicht. Wo ist der blöde Ausgang? Hier, da ist er. Geschafft. Tundra-Boots. Okay, jetzt aber schnell raus hier. Schnell ab nach Hause. Ist schon wieder spät, spät, spät. Ich komme zu spät, ich komme zu spät. Es ist schon 1 Uhr. Ich muss ganz schnell nach Hause. Lauf, was das Zeug hält. Komm schon. Schneller. Mann, ist schon 1:20 Uhr. Ja, ich habe zumindest aus der Mine rausgeschafft. Dann zählt das, glaube ich, noch. Gut, jetzt nichts mehr weg hier. Gute Nacht, Kussi. Schon ja spät. Morgen. Wie sieht's denn aus? Wetter sonnig. Jawohl, ja. Was sagt das Orakel? Neutral. Okay. Was gibt's heute? Gebackener Fisch. Ich kann jetzt gebackenen Fisch machen. Yay. So. Jetzt muss ich erstmal gucken. Jetzt muss ich abladen. Ach du meine Güte, ich habe keinen Platz mehr im Inventar. Defense and Immunity. Fuzzy Linking keeps your ankle warm. Keeps your ankles warm. Jawohl, ja. Das ist doch schön zu hören, dass ich dann warme Füße habe. Jetzt habe ich echt keinen Platz mehr. Ich muss mir eine neue Truhe bauen schon wieder. Das gibt's doch nicht. Das ist ein Problem. Ich habe sogar 2 Karotten gekriegt. Krass. Eisen kann ich noch einschmelzen. Das machen wir doch gerade mal. Gib mal her. Bäm. Das schmeißt da mal rein. Schleim kann ich auch noch wegpacken eigentlich. Warte mal, wo kommt der hin? Dahin, ne? Ja. Habe ich eigentlich schon genug Dinge zusammen? 76? Ne, noch nicht genug. 64 Schleim habe ich. Brauche ich 99 von. Genauso wie die Bats. Eine Bats habe ich schon 30. Boah, das geht aber schnell. Muss mal gucken. Ich muss mal sehen, ob ich was Tolles bauen kann jetzt schon. Warte mal, wo ist denn das Holz und alles? Ich drauf krieg was bauen. Yay, Steine. Okay. Was kann ich denn Tolles bauen? Mit Kohle könnte ich einen Preserve Jar bauen. Eine Recycling Machine. Ja, eine Recycling Machine baue ich mir. So. Preserve Jar baue ich mir auch. Und dann ist Holz schon wieder aus. Okay. Iron Fence. Nee, Iron Fence baue ich nicht. Kann ich das hier hinsetzen irgendwie? Nee. Ich stelle es jetzt mal dahin.
Vegetables into Pickles. Da stellen wir mal dahin. So ein bisschen meine Bastelecke jetzt hier geworden. Oh Mann. Ja, Holz ist aus. Das könnten wir noch Mani geben. Die Geode könnten wir noch beim Blacksmith abgeben. Ich glaube, die Geoden, die Frozen Geoden sind die neuen jetzt, ne? Ich glaube ja. Stein, Eisen, was brauche ich denn noch zum Bauen? Das habe ich gebaut, das habe ich gebaut. Pinetar brauche ich noch, da brauche ich Dingens. In Earthstone habe ich Copper, brauche ich dafür und 15 Holz, das kriege ich hin. Mayonnaise-Maschine kann ich noch bauen. Cheese Press leider nicht. Der wäre nicht schlecht, aber der braucht Refined Quartz. Wie ich Quartz kriegen kann, weiß ich auch noch nicht. Oder muss ich das vielleicht mit dem Slingshot machen? Das wird vielleicht Sinn machen. Ich bin mir nicht sicher. Müssen wir mal gucken, was haben wir hier noch? Keck braucht Eisen, Kupfer und Holz. Ja, Holz kriegen wir hin. Das ist noch ein Brutzeln hier. Komm, dann sammeln wir gerade die Sachen ein. Nein, nicht essen. Es wäre schön, wenn ich die... Nein, nicht essen. Ich würde ja gerne die... Sehr gut. Das haben wir da noch rein. Habe ich hier noch welche aufgehoben? Ja, habe ich. Weil ich eigentlich die goldenen nur aufheben muss, dann glaube ich, wenn ich schon so viel davon habe, oder? Die silbernen könnte ich nachher zum Essen nehmen dann. Die kann ich aber wegpacken, weil falls ich noch welche brauche, habe ich die. Das können wir da auch erstmal reinpacken. Winterroot. Falls das einer braucht. Was da reinschmeißen, muss ich im Augenblick nicht. Dann können wir hier noch was pflücken. Nein, nichts essen jetzt. So. Wobei, warte mal. Kann ich das Jar machen? Okay. Bin gespannt. Habe ich hier noch da? Die 7 packe ich da auch nochmal weg. Das habe ich jetzt gerade erstmal ausprobiert. Dann packe ich die noch weg hier. Das rein damit. Okay. Was bist du? I'm scared of 6 crows. Nicht schlecht. 22 crows. Mann, Respekt. Ey, ihr macht das ja. Wobei, ich habe noch einen Dude dabei. Den kann ich auch nochmal holen eigentlich. 8 Uhr haben wir es jetzt. So. Hier haben wir noch rein hier. Das sind noch Silber, ne? Packen wir die da erstmal da rein. Die Slingshot mache ich auch erstmal weg. Die könnte ich, glaube ich, noch gebrauchen, aber ich packe sie erstmal weg. Die Schuhe müsste ich auch irgendwo reinpacken. Habe ich aber keinen Platz mehr, ne? Quarz und Amethyst muss ich mal nachgucken, ob ich das bei Dingens schon habe. Wenn ja, dann könnte ich das eigentlich auch verkaufen. Da bin ich mir nicht so sicher. Den Schokoladenkuchen würde ich gerne noch Abigail schenken. Den mag sie ja so sehr. Zack, und nochmal angeschmissen, die ganze Schose. Ich gehe mal erstmal bei Mani gerade vorbei jetzt, weil ich eh gerade hier unterwegs bin. Mit meinem Cutlass. Da muss ich die Axt auf jeden Fall upgraden jetzt hier. Bei Clint, da muss ich gleich mal gucken. Wie das aussieht. Huch, jetzt verstecke ich mich erstmal noch unten. Morgen, Mani. Ach, erst um 9 Uhr. Na gut, da muss ich kurz einen Moment warten. Dann warten wir einen Moment. Okay, jetzt ist 9 Uhr. Hi, Mani.
Kein Problem. Klatsch sie so hin, ey. Nein, das ging schon. Ich musste eh in die Mine. Ich muss, ich glaube, ich kaufe mir die Heater schon, wa? Aber andererseits, nee, ich habe noch ein bisschen Zeit. Ich komme später wieder, Mani. Mach's gut. Konnte ich mir eigentlich Dings abholen? Ach, das war eine so, okay. Alles klar. Schnell wieder zurück. So, dann kloppe ich mal ein paar Bäume um hier gerade. Das mache ich jetzt noch schnell. Dann habe ich ein Baumaterial. Das ist nämlich wichtig. Und dann muss ich die Axt abgeben. Schön, dass wieder ein paar Bäume gewachsen sind. Das Blöde ist, der eine Baum, da steht echt scheiße. Der steht viel zu weit hier oben. Ich kann den nicht gut abholzen. Oh, ich hab's noch gekriegt. Dankeschön. Sehr gut. Jetzt bin ich auch schon ein bisschen fertig, muss ich sagen, aber ich brauche noch mehr Holz. Ich brauche noch mehr Holz. Komm schon. Das ist ja blöd, da komme ich nicht ran. Das ist ein bisschen schade. Sowas darf eigentlich nicht sein. Da komme ich jetzt echt nicht ran an das Holz. Weil das Holz so weit weggeflogen ist. Naja, kann ich jetzt nicht ändern, ist egal. Ist schade, aber naja. So, waren hier unten noch ein paar Dinger? Ja, das war nur Stein. Kann ich das eigentlich wegklopfen hier? Okay, das ist ein spezieller Stein, den kann ich natürlich damit nicht wegklopfen. War ja klar, da brauche ich wahrscheinlich Gold für, okay. Was zu essen hier? Nee, ne? Die Cav Carrot kann ich noch wegpacken, weil wenn ich die nochmal brauche, habe ich die. Ich bin gerade total müde. Das ist natürlich nicht so toll. Dann muss ich was essen. Gib mir das mal gerade zu essen. Ja, essen. Nochmal essen. Wenn ich es kochen würde, wäre es um einiges besser. Naja. Okay, schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich würde sagen, macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.